90 Jahre und kein bisschen leise. Im Euro-Thermen-Ressort Bad Schallerbach prostet man auf das Jubiläum der Thermenerfolgsgeschichte, die am Ende der Kaiserzeit begann. 1918 wollte man nach Öl bohren, fand aber warmes Thermalwasser. Also wir sind sehr überzeugt, dass wir nicht so viel Öl hätten finden können als der Nutzen des Thermalwassers in diesen 9 Jahrzehnten für Bad Schallerbach und die Region sich herausgestellt hat. Der Grund, warum ich heute nicht Ölscheich, sondern Bademeister bin, na Spaß beiseite, Schallerbach hat dann in den Jahrzehnten eine sehr gute Entwicklung genommen als traditioneller Kuranbieter. Das ist sehr lange, jahrzehntelang sehr gut gelaufen. Im Laufe des Jahrhunderts wurde Schallerbach zum blühenden Kurort. Dann hat es allerdings Wirtschaftskrise, Kriegszeit und die Aufbauzeit danach gegeben. Und in den 60er und 70er Jahren war wieder der nächste Höhenflug. Da hat Bad Schallerbach ausschließlich von den Gästen gelebt, darf man sagen, die über Zuschüsse, über Kuraufenthalte aus dem Sozialversicherungssystem gekommen sind. Zu Beginn der 90er Jahre dann der Einbruch. Klassische Kuren gingen zurück, das Image galt als verstaubt. Mit der Neuausrichtung der Therme kam der Erfolg zurück. Der Wasserpark Aquapulco hauchte Schallerbach neues Leben ein. Heute gilt das Euro-Thermen-Ressort mit seinem breiten Angebot und über 700.000 Gästen pro Jahr als größte Therme Österreichs. Das versetzt uns in die Lage, dass wir uns ständig selber weiterentwickeln. Das letzte größere Investment war gerade in den letzten beiden Jahren das Aquapulco, das wir zu einer Piratenwelt gemacht haben. Ein wirkliches Familienparadies ist es geworden für die Kleinen und für die Eltern und die Großeltern. Und mit der Cabrio-Therme Tropicana haben wir genau beim Relax-Segment quasi ein wirkliches Highlight in Österreich gesetzt. Nach Linz ist die Vitalwelt Schallerbach zudem Oberösterreichs zweitstärkste Tourismusdestination. Dazu haben die Qualität der Therme sehr viele Betreiber von Heimen natürlich erkannt. Dazu haben wir ein großes, sehr angenommenes Hotel, das Paradiso, errichtet. All das zusammen hat dazu geführt, dass in der Nächtigungsstatistik Bad Schallerbach jetzt unmittelbar bereits nach der Landeshauptstadt Linz und vor Orten wie Bad Ischl oder St. Wolfgang kommt. Auf die 3.500 Einwohner des Kurorts kommen durch die Therme 1.600 Arbeitsplätze. 2012 soll zudem das beste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte werden. Die nächsten 90 Jahre können also kommen.